Und damit schauen wir jetzt in die Vereinigten Staaten, denn eigentlich sollte ja vergangene Nacht das zweite TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden stattfinden, aber wegen der Corona-Infektion des Präsidenten wurde es abgesagt, weil Trump nicht virtuell diskutieren wollte und sein demokratischer Herausforderer nicht in einem Raum mit dem Amtsinhaber. Ja, doch, ein Duell, das gab es dann am Ende schon. Zeitgleich baten beide nämlich auf verschiedenen TV-Sendern zu sogenannten Town Halls. Das sind Mischungen aus Interviews und Fragen von Wählerinnen und Wählern. Und wie zu erwarten, beide schenken sich trotz des Fernduells nichts. Der US-Präsident und sein Herausforderer im Primetime-Duell. Donald Trump in Miami, Joe Biden in Philadelphia. Derzeit dürfen beide Kandidaten nicht in einen Raum. Der Grund? Trumps Covid-19-Infektion zwei Tage nach der ersten TV-Debatte. Beide Kandidaten mussten vor dem damaligen direkten Aufeinandertreffen ein negatives Testergebnis haben, dieses aber nicht nachweisen. Einen Regelspielraum, den Trump weiter ausnutzt. Ich hatte mich vorher fantastisch gefühlt. Haben Sie sich am Tag nach der Debatte testen lassen? Das weiß ich nicht mehr. Ich werde ja dauernd getestet. Trumps leichtsinniger Umgang mit dem Coronavirus. Ein ständiger Spagat zwischen heldenhafter Heilung und ignoranter Untertreibung. Ich bin ins Walter Reed Krankenhaus gegangen, wo sie hervorragende Fachleute haben. Sie gaben mir Regeneron und Remdesivir. Und ich weiß nur, dass ich mich am nächsten Tag gut gefühlt habe. Haben die Ärzte Ihnen jemals erzählt, dass Sie eine Lungenentzündung gesehen haben? Sie sagten, die Lungen seien ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen infiziert. Infiziert mit was? Ich weiß nicht, ich habe da nicht so viel nachgefragt. Donald Trump gewohnt angriffslustig, immer wieder fällt er der Moderatorin ins Wort. Joe Biden bei seiner Fragerunde in Philadelphia deutlich sachlicher, rhetorisch dennoch scharf gegen Trump. Er hat sich aus fast jeder internationalen Organisation zurückgezogen. Er wird buchstäblich ausgelacht, wenn er zu den Vereinten Nationen geht. Ich meine, es geht nicht um den Präsidenten an sich. Es geht um die Nation und den Mangel an Respekt, der uns gezeigt wird. Make America Great Again. Trumps Dauerslogan, Amerika wieder groß und mächtig zu machen, in Bidens Augen nicht erfüllt. Weniger Chaos und Durcheinander als beim ersten Aufeinandertreffen. Ins Wort fallen und direkt beleidigen konnten sie sich beim Fernduell diesmal nicht. In der nächsten Woche ist die letzte TV-Debatte geplant. Dann wieder direkt gegeneinander. Schauen wir nach Washington zu unserer US-Korrespondentin Nancy Lanzendörfer. Schönen guten Morgen, Nancy. Also schauen wir mal auf den Auftritt von Donald Trump. Der war ja nicht nur ausweichend, sondern auch sehr angriffslustig, eigentlich wie man ihn kennt. Wie ist denn dieser Auftritt angekommen? Ja, ganz genau. Teilweise auch etwas genervt, wenn ihn die Moderatorin mehrmals gefragt hat, auch unbequeme Fragen gestellt hat, die er sonst vielleicht nicht so gewohnt ist. Aber Donald Trump weiß, dass er an Umfragen hinten liegt, nach den jüngsten 11 bzw. 12 Prozentpunkte hinter Joe Biden. Und er wusste, er musste was tun. Also daher auch diese Teilnahme an diesem sogenannten Town Hall Event, an dieser Wahlkampfveranstaltung sozusagen, bei der eben auch Wähler Fragen stellen können, nicht nur der Moderator. Und da hat sich Donald Trump so präsentiert, dass er eben seinen Job als Präsident verteidigt hat, unter anderem sein Corona-Krisenmanagement. Ob das allerdings eine gute Strategie ist, wage ich zu bezweifeln, denn 2/3 befragter Amerikaner sind unzufrieden mit dem Corona-Krisenmanagement von Donald Trump. 6 Prozentpunkte mehr als noch im Vormonat. Also Donald Trump hat sich angriffslustig gezeigt, teilweise aggressiv, etwas genervt. Ob er allerdings die noch unentschiedenen Wähler auf seine Seite ziehen konnte, das ist fraglich. Also klarer Vorteil momentan für Joe Biden. Wie ist denn sein Auftritt angekommen? Im Vergleich zu Donald Trump fast schon langweilig und normal. So kennt man eigentlich die sogenannten Town Hall Events. Er hat aber auch nicht an Kritik gespart. Stichwort Außenpolitik, im Beitrag klang es an. Oder auch Trumps Corona-Krisenmanagement kritisiert, hat gesagt, der Präsident hat nicht das getan, was er hätte tun sollen. Und seiner Meinung nach wäre Trump eher daran interessiert gewesen, was der Aktienmarkt macht. Also zwei unterschiedliche Town Halls vom Ton her, vom Aussehen her, demokratisch, republikanisch. Aber die Frage ist, wem hat das jetzt tatsächlich was gebracht? Denn beide Town Halls fanden zur gleichen Zeit auf unterschiedlichen Kanälen statt. Es gibt sowieso nicht mehr viele unentschiedene Wähler. Rund 18 Millionen Amerikaner haben schon gewählt, aber dann das nächste und dann auch richtige TV-Duell dann am Donnerstag. Nancy, danke schön für deine aktuelle Einschätzung.